Okay, hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Ultimate Spider-Man. Im letzten Part haben wir Ausgabe 7, Kapitel 1 begonnen und sind bei einem der... Alter Mann, ist der Boss hart. So, stacheln, paralysieren, unboxen. Das war ein bisschen knapp. Stacheln, paralysieren, boxen, schlucken. Schlucken hört sich immer so, so merkwürdig an, wenn ich das sage. Okay, zack, zack. Boxen. Zack. Okay. Und zack. Hui, hui, hui. Ey, das ist doch unmenschlich. Ich habe eine Idee für den Anfang wenigstens schon mal. Und zwar so. Die bringt mir allerdings gar nichts, die Idee. Finde ich gut. So. Oh, das war knapp. So. So. Also ich muss es wirklich vom Timing her genau abschätzen, wann seine Stacheln wieder aufhören. So. Stacheln und zulaufen. Zack. Und saugen. Wunderbar. So läuft es nicht gut. Das ist abartig einfach nur noch. Alter! Alter, der ist zu hart für mich. Der ist zu hart für mich. Kein Kommentar jetzt mal dazu. Na, ich schaff's nicht mal die erste Runde zu überstehen, ohne Schaden zu bekommen. Oh Mann. So. Und zack. Das gibt es nicht. Okay. So. Warten. So. Mann, 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 Mann. So. So. Und so. Ach, das ist doch... Ja, hallo? Box ihn halt endlich um. So, das lief jetzt nicht gerade gut. Vielleicht sollte ich mal offscreen. Ich weiß nicht, ob das helfen würde. Wahrscheinlich schon. Wenn ich mal offscreen in die alten Welten gehe von Venom und einfach mal seine Ding hole. Seine ganzen Verbesserungen. Würde das helfen? Ich weiß ja nicht, dass irgendeine Verbesserung zum Beispiel ist, dass dieses Verlängerung, dass dieses Paralyseteil da, der Tentakel, den er schießt, dass der zum Beispiel länger ist. Oder dass er pro Saugen mehr bekommt. Kann ja sein, ich weiß es ja nicht. So, einmal ausgesaugt. Der ist echt abartig. So, gut. So, zack. Zack und aussaugen. Wunderbar. Er fügt echt exorbitant hohen Schaden zu. So. Vor allem, wieso darf er sich so entlang dehnen und ich nicht? Leicht unfair, finde ich. Moment mal.
Ich hab mal eine Idee. Vielleicht klappt es. Nein. Leider nicht. Ich hab mich gemeint, dass ich mich unter dem einen Stachel vielleicht wegducken kann. Ach so! Warte mal, habe ich jetzt etwa... Nein, leider nicht. Es sei denn... Es sei denn, wenn ich auf der Distanz bleibe... So... Immer die Distanz. Nein, bringt nichts, weil er dann einfach mit seiner Faust zuschlägt. Und die will ich ja nicht. Es sei denn... Aha! Ich weiß nicht, dann müsste er jetzt wieder springen. Nein. Es ist kein Muster in seinen Bewegungen. Ja, doch, klar. Theoretisch sind schon, aber... Ich meine, hallo? Es ist... Alter Verwalter. So. Unboxen. So. 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 Und zack. Zack. Und paar. Okay. Leck mich, ist der hart. So. Er ist mir fast schon ein bisschen zu krass. So. Und so. Okay. So, so. Und zack, zack. Und so, okay. Und saugen. Mann. Zack, zack. Okay. So. Pack. Zack, zack. Okay. So. Zack. Nein! Saugen! Scheiße! So. Okay. So. Nein! Nein! So eine ich könnte gerade so ausrasten. Mann, das gibt's doch nicht. Es lief gerade so verfickt gut. Oh, Mann. Oh, okay. Nee. Ganz ehrlich, das hat jetzt gerade keinen Sinn. Nee. Das hat keinen Sinn. Leute, ich mache eine Pause. Ich bin gleich wieder da. Okay. Ich hoffe mal, ich bin jetzt bereit. Ich habe ein paar Übungstestläufe auch gemacht, ich habe mich auch ein bisschen beruhigt, ich habe eine neue Strategie gegen ihn gefunden, habe ihn auch schon mal besiegt. Also, ja. Ich hoffe mal, dass es jetzt so klappt, innerhalb von ein paar Versuchen. Also ich denke jetzt mal, auf dem ersten Versuch wird es logischerweise nicht klappen, das kennt man ja. Aber in den nächsten paar Versuchen sollte es dann doch möglich sein, dieses Drecksviech ohne Save States zu besiegen. Denn mit Save States arbeiten wäre dann doch ein bisschen fies.
Das will ich nicht. Nein, ich will ihn so besiegen. Vor allem, weil mich das Viech einfach nur noch ankotzt. So. Jetzt komm her, du Drecksich. Du kriegst einen nach dem anderen. Und zack, Mann. Zack, zack, zack. Und saugen. Lecker, lecker, lecker. So. Bam. Ja, genau so. Dann bam, bam, bam. Und saugen. Okay. So, bam, 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 bam. Ja, genau so muss das sein. Und jetzt boxe ich dich um und saug dich nochmal. Und einmal muss ich nur noch saugen, dann bist du down, du Drecksvieh. Zack, 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 okay. Ich hab dich! Ja! Oh. Alter. Auf den ersten Anhieb. Energie sinkt nicht mehr. War das Spider-Man? Hier. Ja, okay, ich habe ihn. Hui, der Anzug. Ja, ich habe absolute, totale Kontrolle. Trask hat mich wie ein Hund gejagt. Jetzt gehört er mir. Eddie, nein! Okay. Okay, Leute. Zeit für Kapitel 2. Trask darf mir nicht entkommen. Zerstöre den Generator. Mach ich. Und das in einem Zeitlimit. Mach ich. Werde ich schon irgendwie hinkriegen. So hart wie der Boss kann das nicht mehr werden. Also der Boss, der war ja... Boah, leck mich doch am Arsch. Okay. Ah, da kann ich hoch. Ja, wo ist denn der Generator? Hä? So. Machen wir es jetzt mal so. So, hier hoch. So rüber. Hier durch und da runter. Ah, da ist der Generator. So, ich gehe mal da wieder hoch, lieber. Ich denke mal, hier bin ich auf der richtigen Seite. So. So. Toll, eine ganze Mission also, die nur auf Zeit geht. Na wunderbar, sowas freut mich natürlich sehr. So, du gehst jetzt erstmal aus dem Weg, dich kann ich mal kurz... Ach, meine Energie sinkt ja nicht mehr, stimmt ja, das habe ich ganz vergessen. Was willst du, mucken oder was, ha? Oh Gott, hey. Puh. Also jetzt geht's mir definitiv... schon besser, jetzt wo ich dieses Drecksviech besiegt habe. Aber, ja. Er war nicht ganz easy, aber ich bin stolz auf mich, dass ich ihn ohne Save States besiegt habe. Ich muss die Leute retten, die im Labor festsitzen und Trask erreichen, bevor Eddie das tut. Sieht aus, als hätte Eddie für etwas Chaos gesorgt. Ich muss einen anderen Weg finden. Geh mal hier entlang. Leisten. Wie es scheint, Ultimate Spider-Man geht in die finale Runde. Es wird langsam ernst. So, wunderbar. So. Ich muss hier irgendwie hochkommen. Da. So, okay. Da wieder irgendwie hoch. Da. Okay. Hat da. Wunderbar. Ah, habe ich doch gewusst, dass ich hier lang muss.
Gut. Schnappe Venom. Okay, mach mal. Darf ich raten, gegen den muss ich jetzt auch noch kämpfen? Natürlich, selbstverständlich, logischerweise, auch unter Zeitlimit, das wäre sonst... Eddie, halt! Zerstöre den Schalter, okay? Okay, ein Level, wo wirklich abgewechselt wird, mit wem ich kämpfe. Auch eine coole Idee. So, den musste ich jetzt mal kurz essen, weil ich habe Energie gebraucht. So. Wo geht's lang? Okay, also nach rechts ist jetzt die Barriere weg, okay? Na schneller, Eddie! Oder Venom. So, okay. Geht uns im Weg. Dann fresse ich dich halt kurz. Mann, ich war wahrscheinlich so gut wie da. Nehme ich mal an. So. Jetzt oh, wie mich das halt verfolgt, das Teil. Nein! So. Oh Mann. So. Jetzt hier entlang. Der Part geht schon viel zu lange, aber ich kann jetzt gerade relativ schlecht aufhören. So. Ich will es jetzt noch so mit Eddie kurz fertig machen. So, wir müssen uns ein bisschen sputen, denn die Zeit läuft uns davon. Zerstöre den Generator. Mach ich, wenn ich ihn finde. Da ist er. Lange zu track. Da drüben müsste irgendwas sein. Komm. So, über euch drüber einfach. Zerstöre den Schalter. Meine Güte. Wie viele Schalter gibt es hier denn noch? Wo ist der Schalter? Da ist er. Zack. Gelange zu Track, okay, diesmal nach links. Jetzt drüber springen! Oh, okay, Leute, ich würde mal sagen, das sollte jetzt erstmal reichen. Also gut, Leute, das war jetzt erstmal Let's Plays Ultimate Spider-Man. Ich kann schon gar nicht mehr reden, so angespannt bin ich. Leck mich doch am Arsch. Das war Let's Play Ultimate Spider-Man für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!